eigentlich. Verunglückt ab die Ski im Hintergrund Miguel Brisi und die Vögel hier an den Bäumen. Ja, gibt's eine Sitzgruppe. Machen wir mal kurz Pause machen. Ja. Hey. Ja. Ja. Dann bringe mir jetzt kalte Getränke, die denke ich mir halt hinzu, bevor es weitergeht. Einfach nur mal genießen, das Vogelkonzert. Beethoven wäre, würde ich jetzt eine Vogelsinfonie komponieren. Wer versteht die Sprache der Vögel? Mit ihrem Gezwitscher. Geht's weiter jetzt? An der Ferne ist die Deco Castro, das Kastell, die Ruinen des Kastells aus byzantinischer Zeit. Da war ich übrigens schon mit meiner Enkelin Xenia oben. Und Xenia das mal sieht, erinnert sie sich doch bestimmt an. Laufen wir hier. Bis ans Ende der Welt. Und gleich einen herrlichen Ausblick auf Horigi da hinten am Hang. Und schon taucht auch eine Megale Petra auf. Das ist diese Mittagshitze, ist schon erträglich, weil immer ein leichter Wind geht. Aber so viel glaub, an der Sonne hat es so gut um die 40 Grad. Aber ich bin sehr gewohnt. Hier. Stehen bleiben, der Blick zurück. Gleich oben, vielleicht noch einen halben Kilometer, ganz oben. Der Seite kommen wir dann wieder zurück da vorne. Schön was los hier. Ein Blick rüber. Also weiter.
Opa, muss auch sein. Luft muss raus. Richtig steinig und felsig. So, jetzt muss ich wieder abschalten, sonst stolper ich nur über die Steine hier. Nichts davon. Aber da geht's hoch jetzt. Ja, wir haben schon über 7 Kilometer jetzt. Richtung Norden schon der Boras. Der ist nicht mehr so heiß wie der aus dem Süden. Jetzt ist es noch schwerer zum Laufen, weil es so stetig noch bergauf geht. Ah, jetzt sind es 7. Ah. Ja. Minutes and 6 seconds. Your current heart rate is 97. Ja, ich mache ja viel Pausen zum Fotografieren und Filmen. Hi. Ja, da hinten taucht wieder. Rüge auf. Es geht dann abwärts. Auf der anderen Seite von dem Berg entlang wieder. Gehen wir dann ab das Tier rein. Hey. Jetzt muss passen, dass ich keinen Sonnenstich krieg. Nur blem blem war hier ein Vogelkrieg hier. Da vorne sind also zwei Denkmäler. Eine Feuerstelle und ein Ekelsäcki. Schauen. Und dann mal. So geil, weiß gar nicht, ob die Kamera läuft. Ich sehe gar kein Bild, aber halt mal hin. Bis zu der Feuerstelle. So, hier. Bestimmt auch schon Feste gefeiert. Bergfest. Ach, das ist die. So, hier. Jetzt geht's abwärts. Jetzt haben wir dann im Hintergrund gleich Kastanien auftauchen. Ja. Ja, da bin ich ja schon hier im Wettkampf gelaufen. Hier im Abslauf von Baptiste, ich glaube, war 8 Kilometer. Dreimal um den Berg rum. Oder viermal. Hatte natürlich kein Gegner, weil in meinem Alter laufen die hier kaum noch. Oh, jetzt steil runter. Hier im Hintergrund, hinter den Fabriken hier, ist Kastanis. Oh, jetzt schalte ich hier ab, das ist gefährlich für mich.
ein Reitverein hier. Mal kurz stehen bleiben. Dich dann raus, gell? Ich hol dich dann raus. Dann hast du dasselbe Schicksal wie die da drüben. Ist tot. Jetzt, was machen wir mit dir? Haben wir dich rausgeholt? Jetzt fragt sich nur, wie bist du da in das Wasser reingekommen? Also mach's gut. Ah, trinke ich aber nicht hier. Da ist das Dorf runter am Brunnen. Ich sitze jetzt hier ein bisschen im Schatten in Baptiste und lauf gleich weiter. Schönen Platz. Muss ich weiter jetzt. Da haben wir gerade rum. Platz. Schöne Kirche hier. Hier wo ist ein Haus. Posiano Prodomo Baptisti. Überall Mittagsruhe hier jetzt. Der Brunnen hier. Über uns ein Storch hier. Platz haben wir hier. Eine Fußgängerzone. So, da geht es jetzt wieder raus auf die Straße. Dann laufen wir jetzt mal geradeaus weiter. Kann sein, dass da vorne doch keine Hunde sind. Und hier, was erstaunlich ist, hier sammeln die Deckel und den Plastikflaschen. Ja, Blick zurück. Ganz alleine, hm? Bist du ganz alleine auf der Straße hier? Hm? Ja? Kommst du mit? Komm mit! Hopp! Ja, hui! Kommst du mit? Ja. Guck mal, da! Wie der rennt! Hä? Wie der rennt! Hm? Komm! Komm! Hey! Guck mal! Zeigst du, wie du rennen kannst, gell? Ja! Und du? Kommst du mit? Komm, auf geht's. Geh mal. Ei, ei, ei.
sind sie verschwunden. Nur der Wind. 13 Kilometer. Bin ich an die Riese angekommen. Aber ich habe jetzt schon einen Sonnenstich. Ich war hier trinken. Der Rundblick, was weitergeht.